Hallihallo, heute draußen schönes Wetter, warm ist es, ja, gute Laune. Ich habe heute gerade ein Newborn-Shooting gehabt und habe da natürlich auch Details fotografiert und deswegen haben wir gedacht, ich mache da einfach ein YouTube-Video draus und erzähle euch, welche Objektive ich dafür verwende und ja, was man daraus machen kann. Ich bin die Caroline Grill von Caroline Grill Fotografie und mehr gibt es dann einfach nach dem Intro. So, bevor wir mit den ganzen Details anfangen, werdet ihr wahrscheinlich auch neugierig sein, mit welchen Objektiven arbeite ich in der Neugeborenenfotografie. Da habe ich immer drei verschiedene Objektive. Einerseits das Allround-Objektiv, das ist das 50 mm, Blendenöffnung 1,8, also das ist halt so mein Allrounder für Porträts oder halt auch die Babyporträts, die Porträts mit den Eltern, aber auch ganz gut anwendbar für die ganzen Details. Aber wenn man dann ein bisschen spielen möchte mit den Perspektiven, da verwende ich sehr gerne das 90 mm, Sony hat ja 90 mm, Canon und Nikon haben ja 100 mm. Das ist ein Makroobjektiv mit der Blendenöffnung 2,8, also da geht es leider nicht weiter auf. Aber es hat halt den Vorteil, wie jetzt die Details bei den Babys, die Wimpern oder wenn man die Haare ganz genau fotografieren möchte oder den Mund ganz groß, dann ist dieses Objektiv auf alle Fälle sehr, sehr gut dafür, aber halt auch eben für die ganzen Details. Und ich werde euch dann einfach noch ein bisschen zeigen, wie ich das mache. Einfach damit ihr ein bisschen sehen könnt, was alles möglich ist. Wer meine Fotos kennt, bei mir gehören die Details genauso dazu, wie jetzt die Babyfotos, mit dem kann man super Collagen erstellen. Und die Eltern haben halt Freude, wenn die Details, wenn jetzt zum Beispiel das Datum dabei steht oder der Name dabei steht. Und das macht einfach so eine Collage perfekt. Mir gefällt es sehr gut. Und wenn ihr da auch noch mehr lernen möchtet, dann schaut da einfach mir jetzt ein bisschen zu. Welches Objektiv verwende ich noch? Das 24 mm, das ist das 1,4er mit der Blendenöffnung. Und ja, das habe ich zur Sicherheit, wenn die Eltern oben sind. Wenn ich da einfach noch mehr Radius, mehr raufbekommen möchte, dann verwende ich das 24 mm. Das ist aber nicht sehr oft der Fall. Also hauptsächlich eben das 55 mm und das 90 mm, das Makroobjektiv. Ja, ihr habt es ja jetzt gesehen, da gibt es schon einige Details, die ich hier hergerichtet habe, die ich bei mir in der Fotografie verwende. Die sind einfach im Laufe der Zeit gesammelt worden. Immer wenn ich etwas sehe, was mir gefällt. Ich habe sehr gern diese natürlichen Töne, Brauntöne. Ich habe sehr gerne Holz. Und die kann ich dann natürlich auf verschiedene Art und Weise verwenden und auch dann zurechtlegen. Und ich zeige euch jetzt am besten, wie ich arbeite. Genau, da gibt es jetzt auch verschiedene Details, wie schon gesagt. Wir werden jetzt einfach einmal was herrichten, wo man dann einfach von oben runter fotografieren kann, so wie zum Beispiel die Gramm und die Zentimeter, die habe ich jetzt einmal hergeschlichtet. Das sind alte Bücher, die ich da hergerichtet habe. Die passen ganz gut zu der Farbe, die wir jetzt verwenden. Ich habe jetzt wieder das 55 mm Objektiv oben, habe jetzt eingestellt 1,8. ISO habe ich jetzt, weil es heute hell ist, auf 100 eingestellt und von der Zeit her ein 1/500. Da kann man super die Fotos von oben machen, die schauen total nett aus. Und habe hier den Namen, heute war der Tobias bei mir. Und fotografiere hier wieder mal von oben. Es funktioniert ganz gut, schaut ganz nett aus. Das kann man euch dann auch noch zeigen. Aber was ich da zum Beispiel auch noch mache, ist diesen Namen von oben runter fotografieren. Da habe ich dann die Möglichkeit, ich habe da zum Beispiel auch noch ein Holz. Das habe ich angemalt mit einer Tafelfarbe.
ist einfach ein normaler Holzschnitt, das sieht man da hinten. Und hat dann eben mit dieser Tafelfarbe angemahlen. Schaut ganz gut aus, da kann man den Namen dann so quasi draufstellen und schaut voll nett aus. Also hier auch wieder mal ein Foto von oben. Da schaue ich jetzt auch von der Perspektive, dass ich das später dann auch quadratisch ausschneiden kann. Das heißt, ich bin ein bisschen weiter oben und dann passt das auch ganz gut. Also diese Varianten kann man jetzt eben von oben runter fotografieren. Aber auch, wenn man jetzt zum Beispiel diese Blume hernimmt, diesen schönen Topf, hat man auch hier die Möglichkeit, dass man den Namen einfach darunter hinstellt und von oben runter fotografiert. Auf diese Idee kommt man wahrscheinlich nicht so oft. Dann sieht man hier, also ich habe nur immer Blendenöffnung 1,8. Das heißt, die Blumen sind dann unscharf. Ich fokussiere den Namen und da hat man dann einfach diesen gelben Touch dann schon drinnen und es schaut einfach total süß aus. Ich kann es euch später dann nochmal zeigen. Also auch diese Variante gibt es. Oder zum Beispiel, wenn man hinten etwas hinlegt, wie zum Beispiel, wir haben da noch einen Wecker mit der Zeit, wann das Baby geboren worden ist. Und dann hat man noch die Möglichkeit, hier zum Beispiel die Blumen einfach irgendwo drauf zu stellen und dann einfach so durch zu fotografieren, dass dann einfach wieder die Blumen unscharf sind und ergibt natürlich auch ganz einen netten Effekt, dass man auch das mit der Ferne machen kann. Also hier habe ich dann die Uhr fixiert, die Blumen sind unscharf und das kommt dann auch ganz gut. Was es für nächste Möglichkeiten noch gibt, ist, dass man einfach das ganze Set einmal aufstellt. Das heißt, du kannst die Blumen einfach mal da draufstellen, dass man da einfach das Datum verwendet. Und der Tobias, wann ist der auf die Welt gekommen? Im März. Ist ein bisschen laut jetzt. Dann kann man da einfach das Datum dazustellen und einfach auch hier mal ein Foto machen. Im Hintergrund haben wir da eine Holztür, das passt ganz gut mit den Farben. Dann kannst du ganz gut dann ein Foto machen, wo einfach ganz schön ein dunkler Hintergrund ist. Und da hat man dann halt jetzt auch noch die Möglichkeit, dass man verschiedene Accessoires noch dazustellt. Und hier auch wieder schauen, dass die Harmonie im Bild gegeben ist, dass nicht alles in gleicher Höhe ist, sondern es darf höhere Ebenen geben, es darf niedrigere Ebenen geben oder auch hier, dass man dann zum Beispiel diesen Wecker irgendwo hochstellt, dann hat es einfach verschiedene Ebenen. Jetzt schauen wir mal, was würde da noch ganz gut passen. Man könnte das zum Beispiel auch hochstellen, man könnte da noch was reinschreiben mit Photoshop. Und hat hier die Möglichkeit, auch wieder diese verschiedenen Ebenen darzustellen. Ich habe ja hier jetzt dann nochmal den Tobias als Name. Und den kann man da zum Beispiel auch hier aufstellen. Schaut dann echt mega süß aus. Und auch hier ergeben sich dann wieder mehrere Perspektiven. Und hierzu nehme ich jetzt einfach das 90 mm Objektiv. Und gehe einfach weiter weg. Also ich fotografiere das sicher von 5 Meter Entfernung. Und dann habe ich einfach die Möglichkeit, ganz da hinten seht ihr ja vielleicht, dass die Tür nicht so hoch rauf geht. Und wenn ich aber weiter weg bin mit 90 mm Objektiv, dann hat man noch die Möglichkeit, dass man alles drauf bekommt. Ich stelle da noch einmal was auf, damit das noch netter ausschaut. Eben die Gramm und vielleicht hier noch einmal die Zentimeter. Und so kann man jedes Mal ein bisschen herumspielen, schauen, was passt gerade, was schaut nett aus. Hier würde ich dann einfach noch einmal entweder einen Spruch draufschreiben, einen Anfangsbuchstaben. Also da hat man mehrere Möglichkeiten. Ich mache da jetzt einfach einmal noch ein Foto und zeige es euch, wie das dann ausschaut.
ja, symbolisch, damit ihr auch wisst, wie weit ich wirklich weg bin. 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich bin jetzt auch 4 Meter weiter weg und kann hier jetzt auch super die ganzen Dekos aufnehmen. Ich habe hier jetzt auch noch einmal die Möglichkeit, dass ich wirklich vom Boden her nochmal die Perspektive nehme. Wenn ich ganz weit unten bin, dann kriege ich wahrscheinlich die oberste Blume nicht mehr rauf. Also von so geht es einfach noch ganz gut. Da kriege ich alles super rauf. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem Hocker stehen würde, dann habe ich die Möglichkeit, noch von ganz oben ein Foto zu machen. Und ich habe wieder mal eine andere Perspektive, schaut komplett anders aus, wirkt auch wieder anders. Und so hat man die Möglichkeit, wirklich die verschiedensten Perspektiven da auszuleben. Also auch hier, gerade mit dem 90mm Objektiv, versuche ich hier auch da noch die Details aufzunehmen. Also auch hier nicht nur von direkt von vorne, von der Front, sondern auch von oben nach unten fotografiert. Also auch hier habt ihr noch die Möglichkeit. Oder eben das Tobias, dass ich einfach von der Seite noch ein Foto mache. Das heißt, ich mache das da von der Seite. Auch hier habe ich doch die Möglichkeit zu schauen, wie schaut es aus, wenn ich von oben runter ein Foto mache. Da würde man wahrscheinlich diese ganzen Details jetzt nicht mehr sehen. Also von da wäre es halt schon sehr steil. Aber dass ich von hier, von dieser Seite noch einmal das Tobias fotografiere, das würde zum Beispiel auch ganz gut passen. Was hat man sonst noch für Möglichkeiten, dass man zum Beispiel hier jetzt noch einmal die Blumen weggibt und auch dieses Schild hier. Okay. Dann habe ich einfach da eine kleine Details aufgestellt, die schon ganz hübsch ausschauen. Auch hier hat man dann die Möglichkeit, einfach vom Boden aus einmal zu fotografieren. Wirkt natürlich wieder komplett anders, als wenn ich stehen würde. Da sieht man viel mehr von der Tür. Also da habe ich jetzt auch ein Beispiel gemacht, was wir euch dann zeigen können. Oder wenn du einmal ganz alleine was fotografierst, hier gibt es dann noch die Möglichkeit, zum Beispiel, ihr seht schon, wie viel da wirklich möglich ist mit nur ein paar Details. Man kann sich ewig austoben. Das ist echt eine Freude und es schaut auf die Collagen wirklich total hübsch aus. Hier haben wir noch den I-Punkt, der ist alleine, den muss ich extra raufgeben. So, genau. Also auch hier wieder schaut es total cool aus, wenn ich ganz vom Boden aus fotografiere. Da müssen die Blumen gar nicht ganz oben sein, sondern eben, da ist jetzt auch nur der Topf drauf und da einfach ein Teil vom Grünen. Und das wirkt dann einfach total gut, wenn man auf einem anderen Foto dann zum Beispiel nur die Blumen oben hat. Hier hat man wieder die Möglichkeit, von der Seite noch einmal ein Foto zu machen. Wieder eine komplett andere Perspektive. Oder eben auch wieder von oben runter. Was ich hier jetzt noch mache, ist für die Details eben nur die Blume allein zu fotografieren. Wenn ich sie jetzt da ein bisschen freistelle und von oben runter fotografiere, habe ich diesen hellen Hintergrund. Wenn ich direkt von vorne fotografiere, habe ich den dunklen Hintergrund. Also da mache ich jetzt einfach mal 2 Varianten, damit ihr sehen könnt, was ich da meine. Und eben, da ist der Topf jetzt einmal nicht drauf, sondern eben nur die Blumen, damit man dann später dann einfach einmal ein Foto nur mit den Blumen hat. Das wäre mal das. Und die zweite Variante, da kann ich ein bisschen näher gehen. Und da habe ich einfach den dunklen Hintergrund, das wirkt wieder komplett anders, als wenn ich von schräg nach unten fotografiere. Ihr seht schon, es gibt wirklich total viele Möglichkeiten, ob jetzt auch von der Seite, ob jetzt auch von oben die Fotos oder von der schrägen. Da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Probiert es einfach mal aus, wenn ihr ein Makroobjektiv zu Hause habt. Natürlich werden wir euch
meine Objektive verlinken, damit ihr wisst, mit was ich arbeite. Dann seht ihr auch jetzt die Fotos, wie, was da entstanden ist. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich einen Kommentar bekomme, ob ich euch helfen konnte. Ja, vielleicht wollt ihr meine Videos abonnieren, meinen Kanal abonnieren, um einfach noch weitere Videos zu sehen, up to date zu bleiben. Ich würde mich natürlich freuen. Lasst mir ein Like da oder eben das Abo. Und ja, vielleicht habe ich euch helfen können mit diesen ganzen vielen Details, die halt einfach die Fotos hübscher machen lässt für ein Newborn-Shooting. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich wünsche euch alles Liebe. Tschüss!